Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Planet Coaster Freunde. Ich bin der Zapp. Machen wir weiter mit unserem Westernland. Ja, wir schreiten voran, oder? Also, ich war ja sehr skeptisch, ob das überhaupt was wird. Ob ich das irgendwie ansatzweise mal irgendwie so Western-Style-mäßig hinkriege. Aber mittlerweile muss ich sagen, ja, es klappt einigermaßen. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, dass ich viele, viele Ideen habe, die ich jetzt bedingt durch die Tatsache, dass das hier so klappt, dass die dann irgendwann mal entstehen, die Ideen. Ich hatte in meinem Speedbuild, in diesem Zeitraffer-Gebäudebau-Dings, hatte ich noch eine Kirche gemacht, die hatte ich noch gar nicht abgespeichert. Jetzt habe ich die aber abgespeichert. Warte, ich zeig's euch. Da ist sie. Seht ihr hier so eine kleine Kirche? Die müssen wir auch noch irgendwo unterbringen. Und ich möchte natürlich nochmal auf 2 bis 6 Kommentare eingehen, die ihr mir geschrieben habt. Erstmal vielen Dank dafür, für eure rege Teilnahme. Irgendeiner hat geschrieben, ich weiß leider nicht mehr seinen Namen, aber er wird sich garantiert sofort wiedererkennen. Das, was du hier an Texturen einsetzt, das ist kein Sand. Ja, das weiß ich. Ich habe die Textur hier aus meinem Terrain genommen. Warte, ich zeig's euch. Und ich kann zwar hier eine Sandtextur setzen. Warte, ich zeig euch mal eben, wie die Texturen aussehen. Dann wisst ihr sofort, was ich meine. So, das ist jetzt hier Sand. Das habe ich aber benutzt. Mehr oder weniger für meinen Wasserbereich, ja. Es gibt jetzt diesen klassischen roten Westernsand hier nicht, weil ich die Basisszene, ganz am Anfang hier, diesen Style, diesen Alpine-Style, der entscheidet, welche Texturen ich dann hier zur Verfügung habe. Und wenn ich diesen Western-Style am Anfang schon genommen hätte mit den Westernbergen und so weiter, mit dem roten Sand, dann hätte ich den als Textur ja auch zur Verfügung gehabt. Weil ich es aber nicht habe, habe ich mir jetzt gesagt, hey, das ist jetzt, naja, mehr habe ich halt nicht, also muss der jetzt dran glauben. Diese Oberfläche. Ja. Dann hat noch einer geschrieben, das, was du hier machst, ist alles ziemlich langwierig und du bist ziemlich langweilig und du hast auch eigentlich keinen Bock, so hört sich das zumindest an. Und warum machst du kein Speedbuild wie die anderen, zum Beispiel GameStime oder Johnny Mo und so weiter? Naja, also, das ist ein Let's Play hier, ja, und das ist ein Aufbauspiel und irgendwie ist es Mode oder man meint, es muss so sein, dass man Planet Coaster schwerpunktmäßig als Time Capture bzw. als Speedbild, als schnell ablaufendes Video immer nur zeigen darf, muss, soll. Ich habe gesagt, nein, ich baue den Park in Echtzeit. Punkt. Und ich baue Gebäude, die ich in dem Park jetzt einsetze, die könnte ich mir vorstellen, hier wäre so zum Beispiel die hier, die könnte ich mir vorstellen, dass ich die als Speedbild mache. Aber ansonsten ist das ein ganz normales Let's Play und das wird in Echtzeit laufen. Und natürlich, wenn ich jetzt bauen würde, ich sag mal nach dem New York-Style, ja, rechteckige Bereiche und dann immer da irgendwelche Fahrgeschäfte und Lernlokale hinstellen und dann zwischendurch mal ein paar Bäume pflanzen. Selbstverständlich geht das schneller. Aber ich möchte so nicht bauen. Ich möchte jetzt hier mit euch live erfinden, wie ich das ein oder andere mache. Und dann dauert das halt genauso lange. Und wem es zu lange dauert, nur so als kleiner Tipp, im YouTube gibt es ganz unten so einen Vorspulbutton. Den kann man dann drücken, wenn es dann wirklich zu langwierig sein sollte, was ich durchaus nicht abstreiten will. Weil manchmal überlege ich halt ein bisschen länger, bis mir dann die zündende Idee kommt. Ja?
Und wem es dann zu lange dauert, der möge doch bitte auf den Vorspulbutton drücken. Ansonsten seid ihr alle recht herzlich natürlich eingeladen, mit mir zusammen hier tolle Sachen zu kreieren. So, und während ich hier blöd rumlaufe und blöd erzähle, ist mir noch was aufgefallen. Wenn meine Leute hier kommen, dann müssen die natürlich unbedingt auch ganz schnell mal auf eine Toilette gehen können. Ich habe aber noch keine Toilette hier und hier in dem Bereich wird auch wahrscheinlich keine mehr entstehen. Aber bis da hinten, bis ich dann da hinten eine Toilette baue, haben die sich wahrscheinlich schon wieder... Ich sag's nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier eine Toilette reinfriemel, oder? Sollen wir das mal probieren? Habe ich eigentlich bei vorgefertigten Gebäuden so, und jetzt sind wir wieder live in unserem Let's Play. Habe ich hier Servicegebäude? Toiletten. Was habe ich denn hier im Western-Style für Piraten? Planet Coaster Toilettenblock. Toilettenhütte. Ich habe als Piraten zwar Toiletten, aber nicht im Western-Style. Das ist blöd. Also muss ich jetzt eine machen. Ich möchte hier noch eine ebene Toilette reinbringen. Dann können die nämlich, dann ist der Weg nicht weit genug, nicht so weit. Ich weiß gar nicht, wann ich hier die letzte Toilette habe. Guck da hinten, da ist die letzte Toilette. Ich habe das Gefühl, die müssen alle 5 Meter eine Toilette haben, damit die, ne, sich nicht beschweren. So, also. Terrain. Wir drücken das mal ein bisschen nach oben und ein bisschen nach hinten. Und bauen hier mal eben so eine Toilette rein. So, ich weiß nicht, wie hoch das jetzt hier sein muss, dass die Toilette da reinpasst. Wir können es ja hinterher wieder zumachen. So. So. Angepasst. Wo ist meine Toilette? Da ist meine Toilette. So. Die bauen wir jetzt hier rein. Einfach mal erstmal unmotiviert, wie wir halt sind. Und dann wird es immer motivierter. So, okay, so, wie weit kann ich die hier rüberschieben? Bis hier, okay, ist das toll? Wahrscheinlich. Ich könnte auch so eine Felsentoilette machen, oder? Oder ich könnte auch einfach sagen, ach komm, mach mal. So, Toilette ist drin. Habe ich eigentlich hier auf Pause gedrückt schon? Ich glaube, ich habe da auf Pause gedrückt. Gut, so, und jetzt baue ich da mal eben... Was baue ich denn da hin? Also Toiletten sind natürlich schwierig, aber ich glaube, ich habe ein schönes Toilettenschild dafür. Warte, ich drücke das noch mal ein bisschen hoch. Dann kann ich nämlich hier mit den Wänden noch ein bisschen hantieren. Das kann ich ja hinterher wieder runterziehen. Kein Problem. Gebäude, angepasst, Wände. Meine Lieblingswände packe ich hier wieder hin. So, aber... ich möchte das natürlich jetzt in das Gebäude integrieren. Gebäude auswählen. Und jetzt Gebäude bearbeiten. So, jetzt habe ich nämlich hier die Raster. Und jetzt kommt hier... Boah, was kommt denn jetzt hier hin? Ich glaube, jetzt muss ich sowas hier hin machen, oder? Damit die überhaupt reinkommen. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Habe ich sonst noch einen Eingang? Das ist auch noch ein Eingang. Den kann ich auch nehmen. Der ist cool. Genau, das ist mein Eingang. Kann ich den da reinschieben noch? Ja, kann ich. Das ist mein Eingang für meine Toilette. Das ist in Ordnung. Das ist zwar jetzt... Warum ist das denn so? Ist das besser hier? Das ist nicht waagerecht. Seht ihr? Das ist waagerecht. Das ist mein Eingang. Ich muss diese waagerechten Hölzer haben. So. Fertig. Farbe? Welche Farbe nehmen wir denn? Welche haben wir noch nicht? Wir haben Rot. Wir haben Grün. Gelb haben wir auch schon. Blau haben wir noch nicht, oder? Uah. Uah. Nein. Bitte nicht so. Obwohl... haben wir eigentlich schon ein blaues Gebäude? Warte, ich guck mal. Haben wir irgendwo ein blaues Gebäude gemacht? Nee, oder?
Aber müssen wir hier unbedingt jetzt mit dem blauen Gebäude anfangen? Oder können wir nicht einfach sagen, das ist Felsfarbe? Wir können sagen, das ist Felsfarbe, oder? Und dann schreiben wir da Toilette drüber und dann ist fertig. Können wir machen. So, und das ist einfach Felsfarbe. Dann machen wir da eine Felsentoilette hin. Eine Felsentoilette. Okay. Gut. Nee, nicht kopieren. So, weil ich jetzt in dem gleichen Gebäude bin, müsste ich jetzt eigentlich die Wand schon in... Nö. So viel dazu. Aber warum kann ich die jetzt auch nicht auswählen? Guck mal, ich kann jetzt auch die Wandfarbe gar nicht auswählen. Doch, jetzt kann ich sie auswählen. So. Okay. Ist das jetzt die gleiche? Ja, ist die gleiche. Es ist die gleiche. Machen wir dahin. Machen wir dahin. Das wird so, vielleicht wird das so eine Art so Vorposten für die Silbermine. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir eben vorstellen. Warte, ich baue das mal eben daran. So. So, und jetzt bauen wir da noch eine Wand drauf, weil das ist noch nicht hoch genug. Ach, guck mal. Das ist aber nett. Kann man machen, oder? Komm, jetzt nicht sagen, das ist hässlich. Das ist nicht hässlich. Das ist nur noch nicht fertig. Aber hässlich ist das nicht. So. Kann ich da auch noch eine Wand... ja. Wo ist meine Wand für da oben? Da? Okay. So. Boah, voll die Wand hier. Voll die Wand. So. Okay. Nee, hässlich ist es nicht. Das ist nur noch nicht schön. So, was machen wir denn jetzt da dran? Also, Toilettenschild brauchen wir, oder? So, Dekor. Dekor. Und brauchen wir auch Fenster? Das ist nur eine Toilette. Ich müsste hier nicht mit... Ne? Will ich da nicht schon mit anfangen müssen? Macht das Sinn, das so zu machen? Aber nur, wenn das auch braun wäre, dann wird das Sinn machen. Das ist quasi so ein Vorposten für so eine Mine. Ne? So ein Vorposten für eine Mine. Aber ich... wer will ich das? Warte, ich guck mal. Ich guck mal, ob das nicht besser ist. Das ist auch nicht besser. Ich guck mal, ob ich nicht noch eine bessere Farbe habe. Ich habe doch bestimmt noch eine bessere Farbe. Das ist so... Ja, die Farbe ist auch nicht schlecht, oder? Die Farbe ist auch nicht schlecht. Dann könnte ich jetzt die Farbe machen. Genau. Pass auf, ich mache die Farbe mal. Mal die letzte Farbe hier unten. Das ist die, die ich jetzt aktuell eingestellt habe. Dann kann man die immer wieder finden. Dann machen wir das mal. Pass mal auf. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich habe da wieder 2 bis 6 Ideen. Das muss so als Vorposten von der Mine. So muss das aussehen. Und das sieht ja jetzt im Moment überhaupt nicht postenmäßig aus. Also, ne? Also postenmäßig ist alles andere als so, wie ich es jetzt gemacht habe. So, das Blöd ist nur, ich kann die natürlich auch alle markieren, ja, ich weiß. Aber ich mache das jetzt mal so. So, hier noch die Seitenwand. Nicht die, sondern die. So, pass auf. Da ist noch ein Zipfel. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich den gleich noch sehe. Wahrscheinlich nicht. So, und jetzt wird das hier, war das jetzt, welche war das denn jetzt? War das der jetzt? Wird er jetzt in Schwatt? Soll ich den Schwatt machen? Mal gucken, ob ich den Schwatt machen soll. Ja, kann ich schwarz machen. Pass auf, ich hatte mir jetzt gedacht,
Ich mache als Vorposten für die Mine, kommen jetzt hier Hölzer dran. Also, ne? Wo habe ich eigentlich meinen Baumstamm? Warte, ich guck mal. Hier lag der, oder? Der Baumstamm lag. Wo war der Baumstamm, den ich für die Mine benutzt habe? Ganzer Baumstamm. Ja. Du wirst jetzt genommen. Du wirst jetzt genommen. Ich stell dich mal eben, warum rasterst du eigentlich nicht ein? Ja. Zu spät. Zu spät. Raster bitte ein, dann lege ich dich hier so mal hin. Und jetzt bist du auch gerade, wenn ich dich aufstelle, siehste? Geht doch. So, und jetzt stelle ich dich mal hier so hin. Sieht das aus? Warte, ich guck. Ja, kann man machen. Kann man machen. Hier auch. Hier auch. Und da auch. Jetzt habe ich nur nichts zum drüberlegen. Weil das zu lang ist wahrscheinlich, oder? Das ist so ein Minending. Das ist so ein Minending. Warte. So. Den lege ich jetzt einfach so da drüber. Ja, das passt. Siehst du? Geht. So. Und da dran kommt jetzt das Schild. Achtung, Toilette. Gebäude. Ding dong. Dekor, Wandschilder. So, wo habe ich jetzt mein Wandschild Toilette? Wahrscheinlich nicht wieder hier, sondern woanders. Doch, da. Aber das ist ein Piratentoiletten-Ding. Ich brauche ein anderes. So, das ist auch hier so ein schönes Schild. Kann ich das benutzen für, Achtung, Toilette? Ich brauche erstmal das Achtung, Toilette. Dann kann ich das entscheiden. Ich brauche Achtung, Toilette. Ich könnte aber auch... Boah, das ist klein. Das ist toll. Das ist toll, das Achtung, Toilette-Schild. Aber wie kriege ich das da hingehangen? Wo muss ich das überhaupt da hinhängen? Was ist denn mit diesem Haken? Warum verhält er sich eigentlich so dämlich? So, pass auf. Du Haken... Kann ich da ein Achtung-Toilette-Schild dranhängen? Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht, aber es muss ja nicht alles Sinn machen. Es gibt auch mal sinnlose Sachen, die ich baue. Kann ja passieren. So, ich schieb das mal so. Ich weiß nicht, ob das toll ist. Aber, nee. Also mit dem Haken kann ich nur gar nichts anfangen. Warum auch? Warum sollte ich so davor das Achtung-Toilette-Schild hängen? Warum? Wenn ich das einfach so da hinhängen kann. Ja? So. Und dann einfach da dran schreiben kann, Achtung-Toilette. Zum Beispiel. Da muss aber noch ein T hin, damit das Achtung heißt. Okay. So. Achtung, Toilette. Steht da jetzt dran. So. Damit ja keiner auf die Idee kommt, hier vorbeizurennen. Ne? Das wäre ja fatal. So. Achtung, Toilette. So, jetzt kommen da noch irgendwelche Fenster dran, dass das ein bisschen piratenmäßig, westernmäßig aussieht. Da bin ich im Moment noch weit entfernt davon, dass das irgendwie westernmäßig aussieht. Auch nicht. Wo habe ich denn meine Westernfenster? Ich hatte ja schon mal gesagt, Westernfenster sind ein bisschen rar, oder? Komm, dann machen wir die so. Dann machen wir die so. So. Ja. Und so. Nee, die machen wir nicht so. Pass auf. Die machen wir ganz anders. Die machen wir so. So würden wir die... So. Genau. So. Und so.
Und da auch noch so. Und so. So. Das passt so ein bisschen besser mit Western, ne? Oh ja, das passt besser mit Western. So, ich würde ganz gerne den Deckel da oben wieder ein bisschen runterziehen, dass das Ziehen auf Szeneriesperren nicht, dass das mit dem Holz abschließt. So zum Beispiel.